Leute, Genie wurde einfach im Brawl Stars gelöscht und ich stelle euch heute vor, was passiert ist und warum Genie im Brawl Stars gelöscht wurde. Zack, er hat seine Ulti eingesetzt und das Spiel ist genau in dem Moment. Genie ist zwar ausgewählt bei mir in der Lobby, aber er ist nicht mehr im Brawler-Menü. Er wurde gelöscht. Trage jetzt bei dir im Brawl Stars Shop Creator-Code Lukas ein, um ihn kostenlos zu supporten. Alle 7 Tage musst du den Code neu eingeben. Yo Leute, was geht? Und damit ein herzliches Willkommen zu einem Brawl Stars Video hier auf meinem Kanal, Freunde. Ja man Leute, heute gibt es tatsächlich ein richtig krasses Video. Und zwar stelle ich euch heute vor, warum Genie im Brawl Stars gelöscht wurde, was da passiert ist. Und alles, was ihr wissen solltet. Freunde, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Macht ihr auf diesem Video gerne mal die 4000 Daumen nach oben voll. Abonniert unbedingt den Kanal und aktiviert die kleine Glocke. Freunde, wir sind auf dem Weg zu 1 Million Abonnenten. Würde mich sehr freuen. Und auf meinem Zweitkanal, auf Kevin spielt, haben wir fast die 100.000 Abonnenten erreicht. Also lasst auch dort gerne ein kostenloses Abo da. Das ist mein Gaming-Kanal. Auf dem gibt es jeden Tag ein Gaming-Video, was nicht Brawl Stars ist. Link ist in der Videobeschreibung. Schaut vorbei. So, Freunde, wir fangen einfach mal direkt an. Ich denke mal, ihr könnt euch noch dran erinnern, vor kurzem ist etwas sehr, sehr Dummes im Brawl Stars passiert. Und zwar habe ich am 28.10. dieses Video hier hochgeladen. Bonnie wurde gelöscht, weil. Und ich zeige euch nochmal ganz kurz, falls ihr es nicht mitbekommen habt, was dort passiert ist. Das Ganze ist circa 2 bis 3 Wochen her, also ist erst vor kurzem passiert. Und das war los. Ihr braucht für diesen Glitch tatsächlich den Brawler. Was? Nee, was? Dieser Brawler ist momentan nicht verfügbar. Bonnie wurde einfach aus dem Spiel rausgelöscht und das Ganze hatte folgenden Grund. 3, 2, 1. Was ist denn jetzt los? LOL? Hä? Digga, geisteskrank. Und das ist noch nicht alles, Freunde. Wir skippen einmal ganz kurz im Video vor. Also das ist ja hier nur im Trainingsplatz, also quasi im Ausprobieren-Modus. Man könnte jetzt meinen, dass dieser Glitch halt nur hier funktioniert. Und wenn man Ranked spielt und Pokale pushen will, dass es dann nicht geht. Oder vielleicht doch. Und 3, 2, 1. LOL! Digga! Digga, sehen das die Gegner auch? Also ich sehe es an meinem anderen Handy, da schaue ich mich gerade zu. LOL! Es ist einfach in Ranked genauso. Digga, was ist denn das für ein Glitch, Mann? Und jetzt ist es an beiden Handys abgestürzt. Digga, geisteskrank. Dieser Glitch hat wirklich nicht nur Bonnie zerstört und Bonnie wurde aus dem Spiel gelöscht, sondern auch das Game an sich, Digga. Es ist, also sowas habe ich echt lange nicht gesehen. Und ihr merkt, die Betonung liegt auf lange. Wir machen nämlich eine kleine Zeitreise. Und zwar zum 15.02.2019. Das Ganze ist jetzt über 3 Jahre und fast 10 Monate her. Also passt mal auf. Supercell hat jetzt Folgendes gemacht. Sie haben Genie wieder komplett aus dem Game rausgelöscht. Ihr seht das jetzt gerade. Ich habe es bei Genie noch ausgewählt. Das heißt, ich kann auch noch mit Genie spielen. Aber die Leute, die Genie jetzt gerade in dem Moment noch nicht haben, das seht ihr jetzt auch bei mir. Genie ist einfach mal... Da seht ihr es gerade, Freunde. Mortis, Tara, das waren die anderen 2 mythischen Brawler, die man in der Zeit hatte. Plus Genie, das ist der 3. neue mythische Brawler gewesen. Diese 3 Brawler waren im Spiel, aber ihr seht, Genie ist zwar ausgewählt bei mir in der Lobby, aber er ist nicht mehr im Brawler-Menü. Er wurde gelöscht. Und das Ganze hatte folgenden Grund. Und zwar seht ihr es jetzt hier. Wir zoomen jetzt einmal kurz unten ran. Es ist zwar geisteskrank verpixelt, aber ihr seht hier an dem Kreis, dass der Genie seine Ulti hat. Und jetzt schau mal, was passiert. Ciao, Leon Sohn. So, da ist das er gerade mit ein anderer seiner Ulti. Genie. Lol. Hallo, anderer Genie. Seht ihr es jetzt nochmal besser? Ich bin jetzt extra mal auf die andere Seite rübergegangen. Ihr seht hier, der Genie hat seine Ulti. Und jetzt passt mal auf, was passiert. Er denkt sich auch noch. So, der Genie setzt jetzt seine Ulti ein und... Also ja, Mann, ich habe jetzt auch Genie. Zack, er hat seine Ulti eingesetzt und das Spiel ist genau in dem Moment, ihr seht jetzt nochmal ganz kurz eine Wiederholung, genau dann abgestürzt. Hä? Wieso crasht denn das Game jetzt die ganze Zeit? Ist das wegen Genie oder was? Weil ich lebe immer noch. Und er will immer noch mit uns teamen. Seht ihr? Wenn jetzt der Genie nochmal die Ulti eingesetzt hätte, dann wäre das Spiel nochmal abgestürzt. So, und hier nochmal ein anderes Beispiel. Auch hier wieder, Genie hat gerade seine Ulti und wir können quasi in dem Moment sehen, was passiert, wenn er seine Ulti einsetzt. Linke Seite. Zack,
Spiel abgestürzt. Schreibt mal in die Kommentare, wer sich noch daran erinnern kann, als Genie aus Brawl Stars gelöscht war.